Wo fahre ich jetzt überhaupt hin? Hallo? Tomaten. Gemüse ist gesund. Aber irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, dass das hier nicht so gesund bleiben wird. Welcome here on the USG Ishimura. We use hydroponic technology and organic plant cloning to grow produce as high quality as that on planet Earth. A friendly reminder, our plants are delicate and pH sensitive, so please take care where you step and keep clear of all contaminants. Contaminants. Visitors should be mindful of what volatile chemicals and varying gravity. Ishimura Farms. Also, die haben natürlich hier versucht, das alles so wie ein bisschen zu. What the? Bewässerungsphase eingeleitet. Boah, dieses Spiel. Also, ne. Ihr Entwickler, ey, seid solche Wichser. Das meine ich natürlich im positiven Sinne. Boah. Alter. Neues Schema im Shop. Da ist es. Ne, selbst mit Bewässerungsanlagen können die einen erschrecken. Also, unglaublich. Und was ich sagen wollte, die haben natürlich hier mit den Pflanzen und so versucht, das alles wie auf der Erde zu gestalten. Und hier ist einfach nur noch der Hinweis, dass sie es natürlich mit Chemikalien, dass die schneller wachsen und so weiter, hier gezüchtet werden und auch geklont werden und blablabla, und da soll man halt aufpassen. Weil das natürlich nicht unbedingt immer gesund ist. Ey, ich will so einen Raum, wo ich einen Shop habe und speichern kann. So ein offener Raum, wie das sonst immer ist. Wieso liegt der da so komisch? What the hell? Ach, der Typ ist es. Lebendig zu sehen. Nehmen Sie den Helm nicht ab. Die Luft ist faulig. Ich habe es gesehen. Es ist riesig. Schön. Sie werden es nicht glauben. Es hat sich im Lebensmittellager verschanzt. Die Crew auf diesem Deck. Ich glaube, Sie sind es, die Luft hier verpesten. Was? Sie werden transformiert. Ich habe einen von Ihnen gesehen. Aufgedunsen, angeschwollen. Das sind Giftfabriken. Wir müssen sie ausschalten, solange wir noch atmen können. Hammond, ich dachte, Sie wären tot. Gehen Sie irgendwo hin, wo die Luft sauberer ist. In Ihrem Zustand sind Sie Isaac keine Hilfe. Isaac, ich scanne jetzt den Sektor. Er hat recht, da ist was mächtig Großes im Lebensmittellager, aber ich bekomme keinen guten Scan. Die Monitoranzeigen sind unbrauchbar. Sei bloß vorsichtig. Aufgaben zugefügt. Giftkapseln zerstören. 0 von 8. Hammond meint, die Necromorphs haben einen Teil der Crew in sowas wie Giftkapseln verwandelt, die jetzt die Luft kontaminieren. Ich muss sie finden und zerstören. Die Necromorphs sind ja die Monster, die hier überall so schick rumlaufen. So, hat er jetzt irgendwas zu sagen hier? Ne. Achso, und dann wollte ich euch hier noch zeigen. Ist schon als nächste Aufgabe den Leviathan vergiften. Also, wie ich es bereits gesagt habe, das Monster wird hier Leviathan genannt. Leviathan ist ja so eine Echse, so ein... Ich glaube, das wird heute noch Drache genannt, oder? So, man sagt doch immer, der einzig lebende Drache ist ein Leviathan oder so. Kann das... War das so? Atmosphärensteuerung. Zutritt nur für zugelassene Sauerstofftechniker. Alias Crank Ron. Hallo? Darf ich mal? Danke. Das ist die Tür zum Lebensmittellager, aber ich kann die Abschottung nicht aufheben. Du musst die Kapseln zerstören, damit die Luftqualität wieder annehmbare Werte erreicht. Dann kannst du durchgehen und das Gift am Leviathan einsetzen. Erstmal speichern. So, das wäre getan. Luftreinheit, okay.
So, da haben wir den Shop. Hier ist noch ein Kasten. So ein Spind. Mit ein bisschen Impulsmunition. Ich freue mich. So, das ist der Shop. Hier haben wir jetzt neue Schemen auch. Energie. Laserkanone. Also können wir jetzt auch Munition für die Laserkanone unterwegs irgendwo finden. Ihr seht aber, mit 11.450 bin ich nicht ganz so gut, dabei. Und Anzug Level 3 haben wir schon. Ich überlege ja, ob sich der Anzug Level 4 lohnt. Es geht natürlich immer um Inventarplatz. Klar hat man noch ein bisschen bessere Rüstung, aber eigentlich haben wir schon recht viel Inventarplätze. So, ich weiß, Inventar, wie sieht's denn aus mit der Munition? So, zwei mittlere Medipacks, ein kleines, zwei mittlere Luftkanister. Davon kann ich ja einmal in Safe packen. Wir müssen ja nicht unbedingt verkaufen, man kann ihn ja immer nochmal gebrauchen. So, den kleinen mache ich auch mal in Safe. Plasma-Energie haben wir jetzt 25 und nochmal 10, das ist nicht schlecht. 4 Energie für Laserkanone, nochmal 4 und nochmal Energie Laserkanone, wow. Energie für Energiekanone, okay. Plasma-Cutter. Achso, ja, und natürlich die ganzen Waffen. Was haben wir denn im Safe? Ein Luftkanister haben wir gerade reingemacht. Strahlmunition für die Strahlenkanone und Brennstoff für den Flammenwerfer. Ich kaufe mal nochmal Impulsprojektile. Boah, sind die teuer. So. Machen wir mal nochmal. Und Energie für Laserkanone ist hier neu. Stasenpack, ey. Das bräuchte man eigentlich auch noch. Energie für Energiekanone. Kostet 900. Das mache ich mal. Die Energiekanone ist ja diese Art Schrot, sage ich jetzt mal. So. Dann gucke ich jetzt mal im Inventar. Okay. Hier haben wir kein volles Magazin. Jetzt schon. Okay. So, gerade mal anderthalb Magazine für das Impulsgewehr. Achso, und ich muss jetzt sogar die Kapseln zerstören, genau. Hier geht es irgendwie auch noch weiter. Ah, da muss ich wahrscheinlich am Ende dann durch. Denn das da wahrscheinlich dann der Leviathan. Also erstmal die Räume abchecken. Mit vollen Monstern und Tod. Ich sollte wohl froh sein, dass Hammett noch am Leben ist, aber ich traue ihm nicht. Ich glaube, er verheimlicht etwas wegen des Markers. Ja, kann schon sein. Wo ist denn... Da ist... Ich probiere mal hier diese Art Schrot aus. Boah, die hat 10 Schuss im Magazin. Okay, da sollte ich vielleicht nicht rein. Schnell, 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 schnell. Okay. Das kann ich hier irgendwie nicht öffnen. Schauen wir mal hier vorbei. Eine Werkbank. Gefällt mir. Wir haben 2 Energieknoten, das lässt sich doch sehen. Ich würde ganz gerne mal wieder meine Rig verbessern. Ich würde nämlich eigentlich ganz gerne mal auf Trefferpunkte gehen. Zumindest mal einen, oder? So, Luft haben wir echt genug. Theoretisch kann ich auch nochmal auf Luft gehen, dann könnte man eigentlich... Bräuchte man sich die Luftkanister, könnte man sich die sparen. So... Plasma Cutter ist eigentlich immer noch meine Lieblingswaffe. Impulsgewehr könnte ich auch mal auf Schaden gehen, glaube ich. Achso, natürlich müsste ich jetzt hier erstmal einsetzen. Laserkanone. Da müsste ich jetzt hier irgendwo anfangen. Energiekanone könnte ich gleich mal bei Schaden anfangen. Auch nicht schlecht. Das mache ich mal, ja. Ja, und dann haben wir hier auch mal wieder ein bisschen was aufgerüstet. Auch gar nicht so schlecht. Werden wir dann mal weitergehen. So, hier sind diese komischen Drüsen, die da irgendwas versprühen. Kommt da jetzt was raus?
oder nicht? Sieht nicht so aus. Doch. Schön. Mann! So, wenn ich jetzt das rausnehme, kommt hier bestimmt ein Viech. Nein. Gut, dann fahren wir mal nach oben. Ich höre schon irgendwas. So. Okay. Credits sind gut. Ach, hab deinen Fuß gesehen? Durch die Kiste durch, aber sie blieb ganz. Das sind mir Kisten aus der Zukunft. Oh. Gleich mal Vögel zu hören hier, ganz tropisch. Oh Gott, das ist ein großes Areal. Da kommen gleich wieder Milliarden Viecher, oder? Wieso habe ich denn so wenig Leben? Ach so, wegen der komischen Spritze da. So, hier sind so viele Türen verschlossen. Kriegt jetzt auch wieder mehr Munition für den Plasma-Cutter. Das war in einigen Leveln nicht der Fall. Da bin ich ganz froh drüber. Boah, ey, diese Schreie immer. Hä, es lebt weiter? Links war noch irgendwas. Ja, wusste ich doch. Wow! Nicht so, mein Freund, nicht so. Was denn noch? Da. Puh, der Schaden vom Plasma-Cutter ist echt gut. So, gleich mal wieder ein bisschen Plasma-Cutter-Munition. Und schon wieder. Und ein kleines Minipack. Und noch eins. Na, das lohnt sich ja. Bin ich ja echt froh drüber. Muss auch sagen, das habe ich gerade ganz gut hinbekommen. Nicht zu viel Schaden genommen. Oder irgendwie die Munition verschwendet. Und das sieht ja irgendwie komisch aus. Auch wenn wir unter Stasemangel leiden. Und Stase ist verdammt wichtig. Boah, jetzt geht's hier weiter. Wow. What the? Ih! Hat sich jetzt angehört, als ob hier noch mehr kommen. So, ich warte hier in der Ecke, also ich bewege mich hier nicht raus. Die wollen mich töten. Zum Großteil natürlich. Bäh! Bewegen die sich denn, diese komischen Schlangen da? Das ist ja rappig. Okay. Ich glaube, ich muss hier weiter. Oh oh. Oh nein! Das Vieh ist scheiße. Komm, nimm das auf. Wieso macht er nichts?
Das habe ich nämlich zum Glück mal gesehen, wenn man den... Oh, 3000. Wenn man den Viechern auf den Arm schießt, dann kommen diese ekelhaften Dinger nicht raus, die einen immer anspringen. Ach, jetzt macht das, ja. Ich wollte nämlich dem halt so eine Flasche da vom Kopf werfen. Oh, was ist das hier? Zuführung. Nährstoffhass wird ersetzt. Was hat das jetzt gebracht? Nährstoff umleiten. Thank you.